Moin und herzlich willkommen zum HSV-Check. Heute ist Freitag, der 18. September. Heute startet die neue Zweitligasaison und heute starten wir mit unserem wöchentlichen kleinen neuen Videoformat. Ab sofort werden wir hier jeden Freitag die aktuelle Woche und den aktuellen Spieltag besprechen. Und dafür begrüße ich heute meinen Kollegen Kai Schiller. Moin, hi. Moin Kai, schön, dass du da bist. Und wir starten direkt mit unserer ersten Kategorie. Ja, das Thema der Woche, das wäre vermutlich die 1:4 Niederlage des HSV im DFB-Pokal gewesen. Die war ja schon bemerkenswert und wäre mit Sicherheit das Thema der Woche gewesen, wenn dann nicht Toni Leisner noch nach dem Spiel kurz mal auf die Tribüne geklettert wäre und sich mit einem Fan angelegt hätte. So hat dann ganz Deutschland, ganz Fußball-Deutschland diese Woche über den HSV und über Toni Leisner gesprochen, auch bei uns im Abendblatt, hat das auf die Titelseite geschafft. Heute kam vom Deutschen Fußballbund die Sperre. Toni Leisner wird 3 Spiele gesperrt plus 2 Spiele auf Bewährung. Kai, was denkst du, 3 Spiele plus 2 Spiele auf Bewährung, ist das eine angemessene Strafe? Was ist deine Meinung dazu? Ja, da kann man bestimmt sehr unterschiedlicher Meinung sein. Meiner Meinung nach ist das eine angemessene Strafe. Wobei das Einzige, was mir fehlt in der Begründung dieser Strafe, ist auch mal ein Hinweis darauf, auf das Fehlverhalten des Fans und auf eine mögliche Untersuchung dieses Fehlverhaltens. Also ich finde, dass der Club Dynamo Dresden, also man muss wissen, dass der Fan, der Dresdner, nicht nur sich unflätig geäußert hat, sondern sehr unter der Gürtellinie geäußert hat, in einer Art und Weise, die wir hier nicht wiederholen müssen. Aber es ging in Richtung der schwangeren Frau von Toni Leisner. Und ich finde, dass da hätte man als DFB auch ein Zeichen setzen müssen und in welcher Form auch immer. Dynamo Dresden hat sich vorbildlich danach verhalten, aber der DFB hätte da durchaus 1-2 Sätze zu sagen können. So ging es nur gegen Toni Leisner. Das fand ich ein bisschen schade oder finde ich ein bisschen schade, aber das Resultat, also 3 plus 2 Spiele Sperre plus eine Geldstrafe aufgrund der Verletzung des Hygienekonzeptes, ist aus meiner Sicht angemessen. Ja, wir haben ja hier in der Redaktion diese Woche auch sehr heiß und intensiv über diesen Vorfall diskutiert. Es gab Pro- und Kontra-Kommentare bei uns in der Redaktion. Unser Chefredakteur Lars Haider hat sich ganz klar gegen Toni Leisner und gegen sein Verhalten ausgesprochen. Er hat gesagt, er hat seine Vorbildfunktion verletzt, hat das verglichen mit einer Kassiererin. Wenn die sich so verhalten würde, würde sie mit Sicherheit ihren Job verlieren. Du hast Verständnis geäußert für Toni Leisner, zumindest teilweise. Hast du dafür auch viele Leserbriefe bekommen? Lars Haider hat ja doch einige Reaktionen bekommen, die nicht so ganz einverstanden waren mit seiner Meinung. Ja, ich habe tatsächlich wahnsinnig viele Leserbriefe bekommen. Also das ist lustig, oder was heißt lustig? Beim Thema Bacariata bekommt man immer sehr viele Leserbriefe. Und in diesem Fall waren es nochmal wirklich unendlich viele. Und oft ist es so, dass Leserbriefe, das wirst du auch wissen, meistens kriegt man Leserbriefe von kritischen Lesern, die mit irgendetwas nicht einverstanden sind. Wenn es ist selten der Fall, dass man für einen tollen Artikel gelobt wird, weil dann freuen sich die Leser und schreiben aber nicht. In diesem Fall war das anders. Ich würde jetzt vom Gefühl her tippen, dass 75% eher mit meiner Meinung einverstanden war. Ich natürlich auch, aber klar, man kann total unterschiedlicher Meinung bei dem Fall Leisner sein. Ich fand das natürlich auch nicht gut. Also ich habe gesagt, ich bin pro Toni Leisner und der soll jetzt einfach nicht gesperrt werden oder sowas. Ich finde nur, dass man alle Rahmenbedingungen sehr doll berücksichtigen muss. Und was ich schon eben gesagt habe, das war ein besonderer Fall, als dass es, was der Fan da gerufen hat, das ging so derartig unter die Gürtellinie, dass aus meiner Sicht das große Problem an diesem ganzen Fall eben nicht der Fußballprofi, der gutes Geld verdient, Toni Leisner ist, der sich daneben benommen hat, sondern dass man irgendwo eine Grenze ziehen muss, was dürfen eigentlich Fans mit dem Erwerb eines Tickets und was dürfen sie nicht. Und das, was dieser Fan gemacht hat, das darf er nicht. Und da widerspreche ich dann auch meinem Chefredakteur, der sagt, wenn man viel Geld verdient, dann muss man das über sich ergehen lassen und eine Kassiererin würde ja auch nicht dem Kunden an die Gurgel springen, wenn der sie beleidigt. Irgendwo ist eine Grenze, die ist in diesem Fall ganz klar überschritten worden und heißt nicht, dass ich zu Gewalt aufrufe. Und es war ja auch keine Gewalt. Ne? Der hat ihn einmal zu Boden leicht befördert. Er hat ihn nicht geschlagen, er hat ihn nicht gekratzt, er hat ihn nicht gebeißt. Also im Kindergarten ist da um einiges mehr los. Das kann ich von meinem Sohn sagen. Wollen wir mal hoffen, dass du nicht deinen Job verlierst, wenn du hier öffentlich deinem Chefredakteur widersprichst. Aber ich denke, ihr habt euch schon ausgetauscht, oder?
Ja, das Schöne ist ja, wir leben auch beim Abendblatt noch in einer Demokratie, wo jeder seine Meinung sagen darf. Und natürlich dürfen wir auch dem Chefredakteur widersprechen. Das gehört Und ja auch auch dazu. im Fußballstadion darf man seine Meinung sagen, natürlich nicht unter der Gürtellinie. Trotzdem in Dresden, das war ja eigentlich eine richtig tolle Atmosphäre. 10.000 Zuschauer waren dabei, haben richtig Stimmung gemacht. Wie hast du das erlebt und wie hast du dann die Szene nach dem Spiel erlebt? Warst du eigentlich dabei? Hast du das im Stadion miterlebt? Also die Atmosphäre war wirklich gigantisch. Das ist aber immer in Dresden der Fall. Normalerweise passen da ja gut 30.000 rein. Ich finde, es ist das lauteste, das beste Stadion von der Atmosphäre in ganz Deutschland. Auch nicht vergleichbar mit Borussia Dortmund, Schalke und Köln und wie sie alle heißen. Dresden ist wirklich ein besonderes Stadionerlebnis. Und jetzt waren es nur 10.000. Die haben aber Alarm für mindestens 30.000 gemacht. Also das Spiel über war es eine tolle Atmosphäre. Das Spiel war ja nicht so toll. Vom HSV zumindest, von Dresden war es durchaus sehr ansehnlich, muss man sagen. Insgesamt war es ein abwechslungsreiches Spiel für neutralen Zuschauer. Und die Szene nach dem Spiel, die habe ich tatsächlich dann gar nicht gesehen, weil du weißt das ja auch. Wir müssen dann ein bisschen im Stress nach dem Spiel, müssen schnell schreiben, der Artikel muss fertig sein. Und dann war es in dem Fall der Fall, dass wir direkt relativ schnell nach dem Spiel in die Katakomben mussten, weil dann die Pressekonferenz, ausnahmsweise keine Zoom-Pressekonferenz wie in den letzten Wochen üblich, sondern eine wirkliche Pressekonferenz mit Abstand, mit Maske und so weiter war. Und während der Pressekonferenz ist das passiert, ist auch direkt dann auf allen Handys aufgeploppt und noch während der Pressekonferenz kann man die ersten Fragen an die Trainer, ob sie das mitbekommen hätten und was da passiert ist. Und deswegen habe ich das erst im Nachhinein erfahren und hat uns beiden, ja, du hast ja Spätdienst in der Redaktion gehabt, dann durchaus nochmal ein bisschen Arbeit bereitet, weil der alles war ja eigentlich fertig zu dem Zeitpunkt und wir mussten dann für den Schub, wie es so schön heißt, also für die späteren Ausgaben, dann nochmal sehr kräftig ran an diese Ausgabe. Kann ich bestätigen, dass ich noch ein bisschen arbeiten musste, während du dir in Dresden schon das erste Bier gegönnt hast. Aber das nur Oder nebenbei. so ähnlich. Toni Leistner wird auf jeden Fall drei Spiele zuschauen müssen, darf dann am vierten Spieltag wieder mitmachen. Dann spielt der HSV bei Greuther Fürth und wir machen weiter mit unserer nächsten Kategorie. Ja, die Frage der Woche. Wir haben die Fans auf Twitter gefragt, was sie im Moment am meisten beschäftigt. Und überraschenderweise ist die Torwartdiskussion beim HSV etwas, was doch viele Fans bewegt. Julian Pollersbeck wechselt zu Olympique Lyon und uns hat noch der User Christopher Marx gefragt, ob Julian Pollersbeck dann wirklich so ein Trainingsmuffel ist, dass er jetzt zum dritten Mal zur Nummer 3 degradiert wurde. Kai, du bist ja auch, oder wir sind bei vielen Trainingseinheiten dabei. Was würdest du Christopher Marx antworten auf diese Frage? Ja, Trainingsmuffel ist natürlich eine harte Beschreibung. So, du hast es richtig gesagt, wir sind bei den meisten Trainingseinheiten dabei. Nichtsdestotrotz maße ich mir jetzt nicht an, zu beurteilen, ob Julian Pollersbeck viel, viel besser oder viel, viel schlechter als die anderen trainiert. Das kann man so nicht sehen. Die sind alle da fokussiert und trainieren gut. Trotzdem ist es so, dass seitdem Julian Pollersbeck beim HSV ist, sowohl der Torwarttrainer, also in dem Fall jetzt Kai Raabe, als aber auch alle Cheftrainer, und der HSV hat ja immer mal wieder gerne ein paar mehr, dass die eigentlich alle immer zu dem gleichen Schluss gekommen sind, nämlich dass Julian Pollersbeck wahrscheinlich der talentierteste Torhüter ist, den der HSV hat, aber dass er eben leider, leider, leider nicht alles aus seinen Möglichkeiten rausgeholt hat. Und wenn es so wäre, dass es nur, es hat mit Markus Gisdol angefangen, dass es nur ein Trainer gewesen wäre, der das sagt, dann würde ich sagen, sollte sich auch der Trainer mal hinterfragen, weil wenn der beste Torhüter nicht das Beste aus sich rausholt, dann ist auch, muss sich auch der Trainer hinterfragen. Aber in dem Fall ist es leider so gewesen, dass es alle waren. Und das ist sehr bedauerlich, weil ich traue, würde Julian Pollersbeck wirklich eine richtig gute Karriere zutrauen. Er muss aber, glaube ich, an sich arbeiten und muss da irgendwie mal einen Turnaround schaffen. Ich finde es richtig schade, dass er nicht mehr beim HSV ist und wünsche ihm alles Glück für Lyon. Er wird dieses Glück auch brauchen und er muss sich in diesem Fall das Glück tatsächlich erarbeiten, glaube ich. Heute gegen Fortuna Düsseldorf wird Daniel Heuer-Fernandes im Tor stehen, das ist klar. Längst hat Daniel Thun sich noch nicht ganz klar dazu geäußert, ob er denn jetzt auch als feste Nummer 1 in die Saison geht. Möglicherweise wird der HSV noch einen Torhüter holen oder mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit so. Die Frage ist noch, wird das dann eine klare Nummer 1 oder ein Herausforderer, der dann Heuer-Fernandes ein bisschen Druck macht? Was denkst du, was für einen Torhüter wird der HSV noch holen? Alles eine Frage des Marktes, ehrlich gesagt. Also, dass Daniel Heuer-Fernandes nicht die klare Nummer 1 ist, das ist, glaube ich, den Leistungen der letzten Wochen geschuldet, weil eigentlich hatte Daniel Thun im Trainingslager gesagt, dass
Beim Pokal könnte er sich vorstellen, dass er vielleicht da noch auf den Pokaltorhüter setzt, aber ab Spieltag 1, wer da am Tor steht, das ist dann schon die klare Nummer 1. Das hat er jetzt aber in der letzten Woche nicht mehr so wiederholen wollen. Und man merkt schon, dass er nicht zu 100% Stand jetzt überzeugt ist. Und Daniel Fernandes ist ein guter Torhüter, der aber auch immer wieder in der vergangenen Saison nicht unhaltbare, dann auch nicht gehalten hat. Ich würde gar nicht sagen, dass er wahnsinnig viele Fehler macht, aber so das subjektive Gefühl, dass da einer ist, dass die Stürmer vor Angst zittern, wenn sie auf den zulaufen, das hat man irgendwie bei ihm nicht. Und gegen Dresden sah beim 0-2 war es, glaube ich, dann auch nicht so richtig gut aus. Ich glaube, er wird natürlich heute wieder spielen und er muss in Vorleistung treten. Er muss gut spielen und kann es selber mit beeinflussen, ob der HSV sich bis zum 5. Oktober, wenn die Transferfrist endet, ob die sich nochmal umgucken und eine potenzielle Nummer 1 holen oder ob sie einen talentierten Mann holen, der dann vielleicht auch in der U23 spielt, der dann mit Tom Mickel um die Nummer 2 sich messen muss. Das wird ein bisschen von den Leistungen von Daniel Heuer Fernandes von heute und den nächsten Wochen abhängen. Das heutige Spiel ist auf jeden Fall die Überleitung zu unserem nächsten Thema. Ja, das Wochenende steht vor der Tür. Heute geht's los mit dem ersten Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf. 1000 Zuschauer werden heute zum ersten Mal seit Corona wieder im Stadion dabei sein. Daniel Thun hat gestern gesagt, auf der Pressekonferenz, für ihn werden sich 1000 Zuschauer sehr viel anfühlen. Kai, du bist heute auch vor Ort im Stadion. Hast du schon ein Gefühl dafür, wie sich diese Atmosphäre mit 1000 Zuschauern anfühlen könnte? Ja, schwierig, ne? Also bis jetzt hatten wir ja nur Geisterspiele und die waren, wie sie nun mal sind. Also ein bisschen ganz am Anfang mal spannend, weil man hört alles, was die Trainer sagen und was die Spieler sagen. Diese Spannung hat sich dann aber auch schnell wieder gelegt, weil man vermisst schon die Zuschauer sehr. 1000 Zuschauer in einem Stadion, wo 57.000 reinpassen, stelle ich mir persönlich ein bisschen traurig vor. 10.000 haben letzte Woche in einem 30.000-Stadion, wie ich schon erzählt habe, sehr, sehr viel Alarm gemacht. Ich glaube, das wird heute nicht vergleichbar sein. Und ich glaube, dass es heute eher nicht so ganz toll sein wird, aber besser als ein Geisterspiel. Und man will sich annähern. Ich finde gut, dass man sich annähert, dass man nicht gleich alles öffnet. Man muss das Infektionsgeschehen im Auge behalten. Der HSV wird beim nächsten Heimspiel schon wieder ein paar Tausend mehr dabei haben und irgendwann ja sollen es dann die 20% sein. Das sind, glaube ich, du weißt es besser als ich, 11.200, 11.500, ich weiß Auch es nicht gut nicht. in Mathe. Ja, ich hätte einen Punkt im Abitur, also noch Oh, schlechter da kannst du ein nicht paar gewesen mehr. sein. Ja, es ist nicht so schwer, aber ich glaube, so bei 11.000, da kann ich mir schon vorstellen, dass da auch die Hamburger ordentliche Rabatz machen. Aber bis dahin wird es noch eine Weile dauern. Neuer Spieler könnte heute schon mit dabei sein in der Startelf. Moritz Heier wurde gestern verpflichtet auf den letzten Drücker. Natürlich einerseits als Reaktion auf die Sperre, die bevorstehende von Toni Leistner. Andererseits hat er es vorher auch gesagt, sie wollen möglicherweise noch einen Innenverteidiger holen. Jetzt kann Moritz Heier sogar auf verschiedenen Positionen spielen. Er ist polyvalent, wie Daniel Thun gestern sagte. Was denkst du, wird er heute direkt in die Startelf rutschen? Ja, du warst ja gestern beim Training. Eigentlich musst du die Frage beantworten, Ja, tatsächlich war aber gestern beim Training nicht zu erkennen. Also er hat in kleinen Gruppen trainiert und vorher Standards im Stadion geübt und da hatten wir natürlich keinen Zugang zu. ist immer ein Risiko, einen neuen Spieler, der einen Tag vorher verpflichtet worden ist, direkt in die Startelf zu berufen, aufgrund der Situation, nämlich Leistner gesperrt, Everton immer noch Dauer- und Langzeit und immer verletzt. Ambrosius angeschlagen, soll ja vielleicht heute wieder im Kader dabei sein, hat jetzt aber auch, wie lange, 10 Tage oder so, nicht wirklich Ja, gut, trainiert. eine Woche. Vor einer Woche hat er sich verletzt, war gestern Abend auch wieder im Training dabei, sah eigentlich ganz gut aus. Die Frage war noch, ob der Knöchel dann über Nacht wieder anschwillt. Aber du kennst ihn ja ganz gut. Wir haben ihn ja ein Jahr lang mal begleitet, den Wilhelmsburger Jungen. Der beißt schon auf die Zähne, oder? Wenn er kann. Der beißt auf jeden Fall auf die Zähne. Du hast mich ja gefragt und ich muss mich trotzdem entscheiden. Deswegen sage ich glaube, dass Haier heute trotz aller Vorbehalte von Anfang an spielen wird. Dann darfst du zum Abschluss noch die Frage beantworten, wie geht das Spiel aus und wie viele Tore, die zweite Frage, wie viele Tore schießt Ruven Hennings? Okay, das Spiel geht 1:1 aus. Es wird kein Spieler auf die Tribüne klettern und Ruben Hennings wird tatsächlich ein Tor gegen seinen Ex-Club schießen.
Aber wir werden es sehen heute Abend, 18.30 Uhr, HSV gegen Düsseldorf. Das war's für heute, für den HSV-Check. Wir melden uns dann am Montag mit unserem nächsten Podcast und am nächsten Freitag dann wieder hier mit unserem neuen Videoformat. Vielen Dank, Kai. Bis Tage, bis heute Abend und an alle anderen. Ciao und bis dahin. Ciao.